Freunde, ich möchte kurz skizzieren, wie wir die nächsten 40 Minuten zusammen verbringen. Wir fangen mit Gebet an und lesen danach in der Bibel. Dann zeige ich euch einige Landkarten. Anschließend werden wir in unserer Predigt auf 5 Hauptpunkte eingehen. Aber von diesen 5 hat einer wiederum 4 Unterpunkte. Ich habe euch also mit 9 Punkten überlistet heute. Es gibt 9 Dinge, die ich euch heute gerne mitgeben möchte. Wir werden aus dem 2. Buch Mose lesen. Wir wollen beten. Vater, vielen Dank für die Freude und das Privileg, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Und während wir uns als Leib Christi hier in Saddleback versammeln, in Person wie auch online und auf den Campussen weltweit, da denken wir an die globale Kirche, einschließlich der Kirche in der Ukraine und sogar der Kirche in Russland. Gott, wir beten für den Leib Christi auf der ganzen Welt, während wir dich anbeten und versuchen, Licht und Salz zu sein. Gott, mögen die Worte in meinem Mund und das Sinnen unseres Herzens vor dir wohlgefällig sein. Und alles Volk Gottes sage: Amen. Also Freunde, wir lesen nun aus 2. Mose 16, die Verse 1 bis 5 und dann 13 bis 15. 1 bis 5 und dann 13 bis 15. Hört bitte gut zu. Danach brachen sie von Elim auf. Einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin. Ich möchte hier kurz anhalten. Achtet nicht so sehr auf diese spezifischen Namen. Es ist eine Art Kurzform für die Region Sinai. Also die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Am 6. Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein wie an den anderen Tagen. An diesem Abend flog eine große Anzahl Wachteln herbei. Sie ließen sich im ganzen Lager nieder. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner, wie reif, den Boden. Die Israeliten sahen es und fragten einander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete: Das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Amen. Das ist Manna, Nahrung, die Gott für sie bereitgestellt hat. Vielleicht fällt dir beim Zuhören auf, dass du mit dieser Geschichte aus Kapitel 16 nicht so vertraut bist. Lass mich kurz euer Gedächtnis auffrischen. Die Israeliten lebten über viele Generationen unterdrückt und versklavt in Ägypten unter dem Pharao. Und zwar wirklich lange Jahre. Also begannen sie zum Herrn zu schreien. Ein Thema, das man nicht nur im 2. Mose, sondern in der ganzen Bibel immer wieder findet, ist, dass unser Gott zuhört. Unser Gott kümmert sich. Unser Gott hört die Sorgen, die Bedenken und die Ängste seines Volkes. Wie ihr wisst, schickt Gott Mose. Mose beginnt dem Pharao die prophetische Wahrheit zu sagen: Lass mein Volk ziehen. Und es wird befreit. Und nun sind sie in der Wüste und auf dem Weg in das gelobte Land. Wie ihr wisst, dauerte diese Reise sehr lange. Wenn wir nun 2. Mose 15 oder 16 lesen, dann ist es ungefähr die 4. oder 5. oder 6. Woche ihrer Reise durch diese Wüste. Sie haben bereits Gottes Macht erlebt. Sie haben Gottes Macht bei der Teilung des Schilfmeeres erlebt. Sie haben Gottes Macht erlebt, als Mose mit seinem Stab gegen den Felsen schlug und Wasser heraussprudelte.
Um sich mit der Geschichte vertraut zu machen, bin ich ein großer Fan von Landkarten. Schauen wir also auf den Bildschirm und sehen uns ein paar Karten an. Diese Karte ist eine Kinderversion. Sie starten also hier, das ist Ägypten. Sie gehen schließlich den ganzen Weg ins gelobte Land. Eine lange Strecke, die sie an diesem See in Galiläa vorbei nach Jericho führt. Und dann gehen sie nach Süden zum Berg Sinai. Schauen wir uns nun die erwachsene Version der Karte an. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es erkennen könnt, aber wenn man damals in einer geraden Linie gegangen wäre, das ist dieser Weg hier, dann würde man laut den Fachleuten etwa 2 Wochen brauchen. Aber dieser Weg war ziemlich gefährlich. Und deshalb hatte Gott einen längeren Plan für sie. Ich möchte, dass ihr erkennt, Freunde, auch wenn der schnellste Weg von A nach B eine gerade Linie ist, sind Gottes Weisheit und Gottes Pläne anders als die der Welt. Wir sehen hier, wie ihr Weg sie durch die Wüste Sin zum Berg Sinai führt. Ich zeige euch noch eine größere Karte. Hier ist diese Karte. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich gerade wie der Ansager des Wetterberichts. Ich vermute, dass der Meteorologe in Südkalifornien den einfachsten Job der Welt haben muss. Es ist hier sonnig und dort sonnig und hier ist noch mehr Sonne. Zurück zu dir, Rick. Sonnig. Wir sind hier in Unterägypten. Genau hier in Unterägypten ist Ramses. Sie machen sich also auf den Weg nach Süden. Und genau hier spielt sich diese Geschichte ab. Sie gehen einen langen Umweg und sind 40 Jahre lang in der Wüste. Ihr müsst verstehen, wo sie genau sind und wohin sie gehen. Noch einmal, Gottes Plan ist nicht immer der schnellste Weg, besonders in unserer menschlichen Wahrnehmung. Lasst uns nun mit den 5 Punkten beginnen. Dieser Abschnitt zeigt uns hier gleich den ersten, den wir verstehen müssen. Nämlich, trete aufrichtig vor Gott. Auch wenn Gott Gott ist und wir nur Menschen sind, können wir mit all unseren Sorgen, Ängsten und Befürchtungen zu Gott, dem Vater, kommen. Gott kümmert sich um all das, was du durchmachst. Du kannst dein ganzes, authentisches Ich zur Gemeinde und vor allem vor Gott selbst bringen. Das ist eine gute Nachricht. Siehst du, das Volk Gottes bringt sein ehrliches Selbst. Die Perspektive ist entscheidend. Lasst uns ehrlich sein, wenn wir die Geschichte lesen, es ist irgendwie bequem, die Israeliten dann zu kritisieren. Aus unserer Perspektive, an einem schönen Ort, im Freien oder mit Klimaanlage, großen Bildschirmen und bequemen Stühlen, ist es leicht und verlockend, die Israeliten zu kritisieren. Aber denkt daran, dass sie lange Zeit in Sklaverei gelebt haben und nun wirklich Hunger und Durst leiden. Sie haben eine Armee erlebt, die darauf aus war, ihr gesamtes Volk zu ermorden. Sie haben viele Veränderungen in ihrem Leben durchgemacht. Wenn ihr mir nicht folgen könnt, lasst mich euch diese Perspektive geben. Wenn du jemals Hunger erlebt hast in deinem Leben, dann liest du diese Geschichte ein wenig anders. Wenn ihr gerade für die Ukraine betet, ist das ein weiteres Beispiel. Unsere Gebete sind wichtig und berechtigt, aber ich garantiere euch, dass unsere Perspektive eine ganz andere ist als die der Christen, die gerade jetzt in der Ukraine leben. Sie ist anders als die der Menschen an der Grenze, die Flüchtlinge willkommen heißen. 5 Millionen Menschen, die über die Grenze in die Nachbarländer, wie Polen zum Beispiel, kommen. Ich kann nicht für dich sprechen, also erzähle ich euch meine Geschichte. Während der Pandemie und auch jetzt gerade steigen die Lebensmittelpreise dramatisch, stimmt's? Auch die Benzinpreise steigen dramatisch. Einer der Gründe, warum die Lebensmittelpreise steigen, ist, dass 29% des weltweiten Weizens in 2 Ländern produziert werden: Ukraine und Russland.
Da meine Frau und ich privilegiert sind und über die nötigen Mittel verfügen, gehen wir bei den steigenden Preisen einkaufen und beschweren uns. Unglaublich, dass Reis so viel kostet. Ich kann nicht glauben, dass Weizen so viel kostet. Ich kann nicht glauben, dass dies und jenes so teuer ist. Aber ihr müsst euch bewusst machen, dass in bestimmten Teilen der Welt, insbesondere in Ländern mit sehr niedrigem Einkommen, Experten zufolge 45% des Einkommens der ärmsten Menschen der Welt für Lebensmittel ausgegeben werden. Überlegt mal, fast die Hälfte ihres Einkommens geben sie für Essen aus. Wenn also die Lebensmittelpreise steigen, stehen sie vor der Frage, essen wir etwas oder schicken wir unsere Kinder zur Schule? Das ist eine sehr schwierige Situation. Ihr müsst verstehen, wenn wir diese Geschichte lesen, dass Gott zuhört und sich kümmert, das ist der erste Punkt. Lasst uns nun anschauen, wovor wir uns hüten müssen. Wir müssen weise sein in Bezug auf unsere Obsession mit spektakulärer Spiritualität. Was meine ich mit Obsession mit spektakulärer Spiritualität? Die Israeliten sahen Gottes Macht auf vielfältige Weise manifestiert. Die Teilung des Roten Meeres, das Wasser, das aus dem Stein kam, das ist tiefgründig, faszinierend und erstaunlich. Und wir wissen, dass Gott erstaunlich ist und mächtig und dass Gott alles tun kann. Aber ihr müsst wissen, dass Gott nicht nur auf diese Art und Weise wirkt. Gott wirkt auch auf eine sehr einfache, alltägliche Weise. Denkt mal an die Geschichte aus 1. Könige, die Geschichte von Elia, wo Elia Gott zum Reden auffordert. Da heißt es, Gott war nicht in den Windböen und Gott war nicht im Feuer. Gott war auch nicht im Erdbeben. Aber auf welche Weise hat Gott gesprochen? Im Flüsterton. Als Menschen können wir von dieser spektakulären Spiritualität so besessen sein, dass wir glauben, Gott würde nur auf sensationelle Weise wirken. Wir vergessen, dass Gott sich auch auf eine sehr einfache Weise zeigt. Wie bei der Geburt eines Babys in einer Krippe. Auf eine einfache Weise, die die Menschen verwirrt. Wenn du also 60 Stunden die Woche an deinem Arbeitsplatz sitzt und dich fragst, ist Gott hier? Wenn du Hausfrau oder Hausmann bist und dich während des Windelwechselns und bei all den Aufgaben fragst, taucht Gott hier auf? Dann möchte ich dir sagen, dass Gott in den Höhen, den Tiefen und in allem dazwischen gegenwärtig ist. Und Gott kann jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Und das ist wirklich wichtig. Die Israeliten haben eine Obsession mit spektakulärer Spiritualität. Und hier ist die zweite Sache, die sie entwickeln, eine Hier-und-Jetzt-Spiritualität. Ist es nicht offensichtlich, dass Gottes Timing nicht an unsere menschliche Zeit gebunden ist? Zum Beispiel haben Rick und andere Pastoren darüber gesprochen, dass biblische Figuren, die Gott liebten, warten mussten. Josef hat 13 Jahre gewartet, Abraham hat 25 Jahre gewartet, Mose hat 40 Jahre gewartet, Rahab hat 40 Jahre gewartet. Einige spekulieren, dass Noah und seine Familie über 100 Jahre für den Bau der Arche gebraucht haben. Josef hat im Gefängnis gewartet, Hiob hat in Trauer gewartet, Paulus wartete und wartete auf eine Antwort auf sein Gebet, dass Gott doch den Stachel aus seinem Fleisch entfernen würde. Und sogar Jesus, unser Herr und Retter, hat 30 Jahre gewartet, bevor er sein öffentliches Wirken begann. Und als er dann anfangen wollte, musste er nochmal 40 Tage in der Wüste warten. Es gibt einen Autor namens Henry Nouwen, der Folgendes über das Warten gesagt hat. Wartezeit ist keine vergeudete Zeit. Geduldiges Warten ist das Fundament geistlichen Lebens. Freunde, wir alle, egal in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, egal wie alt oder wie jung du sein magst,
Wir alle müssen immer und immer wieder lernen, was der Unterschied zwischen geduldigem Warten und vergeudeter Zeit ist. Machen wir weiter. Sie müssen sich hüten vor Spiritualität unter meiner Kontrolle. Als Menschen, alle Menschen, egal mit welcher Persönlichkeit oder welchem Hintergrund, begehrt jeder von uns diese eine Sache. Und diese Sache nennt sich Kontrolle. Wir alle wünschen uns Kontrolle. Die Israeliten wurden aus der Unterdrückung durch den Pharao und der Sklaverei befreit. Und sobald sie raus sind, wollen sie Kontrolle über ihr eigenes Leben. Und Gott sagt, wenn ihr mein Volk sein wollt, müsst ihr meine Wege, mein Wort, mein Herz, meinen Charakter, mein Reich Gottes kennen. Gott ist das so wichtig, dass er all seine Zeit damit verbringt, zu versuchen, sein Volk zu formen, zu informieren und zu verwandeln. Ist das nicht eine der großen Lektionen, die wir während dieser Pandemie gelernt haben? Wir hatten es schwer, weil es sich angefühlt hat, als hätten wir die Kontrolle über unser Leben verloren. Die Israeliten haben dieses Problem. Und hier ist der letzte Punkt. Sie müssen sich vor einer verzerrten Wahrnehmung der Realität hüten. Weil sie sich selbst zu wichtig nahmen, trotz der Tatsache, dass sie vor echten Herausforderungen standen, tun sie nun ein paar Dinge. Erstens, sie normalisieren ihre Vergangenheit, als wäre das gesund. Ihre Vergangenheit war bestimmt von Gefangenschaft und Unterdrückung. Das müsst ihr verstehen. Aber sie fangen an, eine Perspektive einzunehmen, mit der sie ihre Vergangenheit beschönigen. Sie sagen Dinge wie, Mann, wir saßen um Töpfe voll Fleisch und aßen, was wir wollten. Aber du hast uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Ich hoffe, ihr wisst, dass das nicht wahr ist. Sie haben nicht am Lagerfeuer gesessen und Kumbaya gesungen, Fleisch gegessen und Trauben und Cabernet Sauvignon Jahrgang 69 vor Christus geschlürft. Das war nicht der Fall. Sie haben gelitten. Aber wenn man sich nicht hütet und seine Augen nicht auf Gott gerichtet hat, dann verzerrt sich die Wahrnehmung unserer Realität. Ist das schon mal aufgefallen, dass man manchmal, wenn man streitet und wütend ist und die Kontrolle verliert, dass sich dann die Art, wie man über Dinge spricht, ändert? Hier ist ein Beispiel. Wenn du einen Streit mit deinen Kindern, deinem Partner oder deinen Eltern anfängst, dann sagst du Dinge wie, das machst du sonst nie. Das machst du immer. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wenn wir Wörter wie immer und nie benutzen, macht es die Situation nur schlimmer. Es verzerrt die Realität. Wo liegt die Gefahr? Schaut mal auf den Bildschirm. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass Gottes Volk mit all diesen Dingen kämpft. Und was folgt, wisst ihr? Hier ist nämlich der zweite Punkt. Sie bilden eine Kultur des Jammerns und Klagens aus. Jetzt merkt ihr vielleicht, wie gefährlich das sein kann. Und ich meine damit nicht, dass man als Gemeinde, als Gottes Leute, nicht seine Anliegen vorbringen kann. Ich habe schon gesagt, dass Gott ihre Anliegen gehört hat. Hier geht es um die Eskalation von einer Person zu einer Gruppe und dann fängt schließlich die ganze versammelte Mannschaft an zu klagen und zu jammern. Und da ich mir nicht sicher bin, ob ihr wisst, wie sich das anhört, probieren wir das jetzt mal aus. Ich weiß, wir haben Campusse, die online zuschauen. Wir haben eine Online-Gemeinde. Versucht einfach, das so gut mitzunehmen, wie ihr könnt. Du da, in dem lila Hemd. Stehst du bitte mal auf, wenn es nichts ausmacht? Ich möchte euch eine Liste mit Dingen geben, über die sie sich vermutlich damals beschwert haben. Hier ist meine Liste. Ich bin so hungrig und müde. Ich will zurück nach Ägypten. Du bist ein furchtbarer Anführer. Du bist an allem schuld. Du lässt uns immer wieder im Stich. Das ist, was ich denke. Würdet ihr zustimmen, dass das damals ihre Klagen waren? Vermutlich. Jetzt möchte ich dich bitten, zu klagen und mir diese Zeilen einmal laut vorzulesen. Kannst du das auf dem großen Bildschirm lesen? Fang an und lies die Zeilen einfach mal ganz normal vor. Bitteschön.
Weiter. Okay, klingt gut. Konntet ihr ihn irgendwie hören, da ganz hinten? Ein paar von euch. Ein kleines bisschen, aber nur ganz schwach. Es ist keine große Sache, wenn nur eine Person jammert. Jetzt bitte ich diese Seite hier. Könnt ihr zusammen mit meinem Bruder klagen? Los geht's, legt los. Okay, ihr macht mir Angst. Das war quasi wie die Backstreet Boys des Klagens. Das war schon wesentlich lauter. Jetzt möchte ich euch alle, die ihr zuschaut, bitten, online und überall, die ihr jetzt hier seid, dass ihr mitmacht. Lasst uns alle zusammen klagen. Los geht's. Okay, jetzt möchte ich, dass ihr euch einfach was aussucht. Reihenfolge ist egal. Macht es so, wie ihr wollt, und dann sehen wir mal, was für ein Chaos wir verursachen können. Bereit? Los. Alles klar. Hey, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis nächste Woche. Nein, Quatsch. Vielen Dank. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Bibel sagt uns, dass die ganze Gruppe angefangen hat, sich zu beschweren. Ihr müsst verstehen, dass es nicht mit einer ganzen Gemeinschaft anfängt. Benutzt eure Vorstellungskraft. Es fängt vermutlich mit ein paar wenigen Leuten an. Und dann beginnt es zu wachsen und sich wie ein Geschwür auszubreiten. Und im nächsten Moment ist da ein Konzert von Jammern und Klagen. Und wenn schließlich die ganze Gemeinschaft diesen Missklang des Jammerns anstimmt, klingt das für die Menschen, die klagen, wie eine Symphonie, weil alle am Klagen sind. Was ich sagen will, ist, dass sie jetzt eine Kultur des Jammerns und Klagens leben. Was ist das Gegenmittel? Was versucht Gott in seinem Volk zu tun? Hier ist die dritte Sache, und zwar erinnere dich daran, dass Gott unser Versorger und unser Halt ist. Im Alten Testament leben sie in einer mündlichen Tradition. Sie haben noch keine Bücher. Sie haben noch nicht wirklich das Internet. Und deshalb lehren sie einander regelmäßig, mündlich. Sie lehren ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Nun, was lehren sie sie? Sie lehren, was Gott für sein Volk getan hat. Das heißt es, Zeuge zu sein, zu bezeugen, zu bekunden, Gott die Ehre zu geben. Und das ist der Grund, warum wir immer, wenn wir als Gottesgemeinde zusammenkommen, Gottes Wort lesen, um immer mehr davon zu lernen, zu erkennen, was Gott getan hat. Und deshalb kommt auch das Worship-Team und fordert die Gemeinde Gottes auf, Gott Loblieder zu singen, um uns daran zu erinnern, wer Gott ist. Nämlich, dass Gott unser unendlich guter, barmherziger, gnädiger, liebender Vater ist. Dass unser Gott mächtig und gnädig ist. Dass Gott allmächtig ist. Liebe Freunde, das Beste und Wichtigste, was wir in einer Welt, die zum Klagen und Jammern reizt, tun können, ist uns daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Wann hast du dich zum letzten Mal daran erinnert und es deinen Kindern, deiner Frau, deiner Kleingruppe oder deinen Nachbarn erzählt? Erinnere dich, wie Gott uns befreit hat. Gottes Volk wird durch Mose, Aaron und andere Gläubige daran erinnert. Wisst ihr noch, was Gott für uns getan hat? Er hat sie aus der Knechtschaft und der Unterdrückung des Pharaos befreit. Erinnert ihr euch noch an das Rote Meer? Wisst ihr nicht mehr, wie das Wasser sich teilte? Und später hören sie die Geschichte, wie Gott jeden Morgen Manna schenkte. Freunde, erinnert euch daran, was Gott für euch getan hat.
Es ist wirklich wichtig, dass wir unterscheiden, wer Gott ist und was er schenkt. Was Gott getan hat und wie er versorgt, ist nicht dasselbe. Ich möchte das kurz erklären. Vor vielen Jahren, in meinem zweiten Jahr am College, ich werde dieses Jahr 52, es ist also schon lange her, da fuhr ich zu Weihnachten nach Hause. Zu Hause in San Francisco, dort warten meine Eltern schon am Fenster auf mich. Als ich aus dem Auto stieg, ein Freund hatte mich heimgefahren, da kam mein Vater aus dem Haus gelaufen und sagte, Eugene, deine Mutter und ich haben ein besonderes Geschenk für dich. Ehrlich gesagt war ich nicht sehr gespannt. Denn bei uns zu Hause waren Geschenke immer etwas zum Lernen. Bücher für die Abschlussprüfung, Stifte, Übungshefte. Ich weiß nicht, warum er über mein Leid lacht. Als er sagte, Eugene, komm mit nach unten, folgte ich ihm also sehr widerwillig. Aber als ich dann unten war, ich sah etwas Wunderschönes dort. Ich sah einen 1976 VW Käfer Cabrio. Er war orange, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und dann gab er mir die Schlüssel. Und ich sage euch, ich schnappte die Schlüssel so schnell wie ein Ninja. Ich darf den Witz machen. Ich schnappte mir die Schlüssel so schnell ich konnte und ich setzte mich in dieses VW Cabrio. Bei den alten VWs war der Rückwärtsgang auf der anderen Seite. Ich legte also den Rückwärtsgang ein und auf den Hügeln von San Francisco machte ich das Verdeck auf. Damals hatte ich noch wallendes, schönes, schwarzes Haar. Ich bin stundenlang herumgefahren. Den Tag werde ich nie vergessen. Als ich wieder nach Hause kam, da dämmerte mir langsam, dass ich nicht wusste, ob ich mich überhaupt bei meinen Eltern bedankt hatte. Ich war so verliebt in dieses Geschenk. Wisst ihr, was Götzendienst ist? Es ist schleichend und sehr verführerisch, wenn uns die Gabe wichtiger ist als der Geber. Versteht ihr? Da ist also Gottes Volk. Sie sehnen sich nach spektakulärer Spiritualität, nach Kontrolle und Macht. Und sie vergessen, wer Gott ist. Denkt daran, wir sind hier, um den Geber der guten Gaben anzubeten, nicht die Gaben. Das vierte, was wir aus dieser Geschichte lernen können, Freunde, ist dies. Zur Treue gehört, dass wir unseren Teil beitragen. Gottes Gnade ist kostenlos. Du musst gar nichts dafür tun. Wenn ich dich heute einlade, dein Leben Jesus zu übergeben, dann musst du nichts weiter tun, als es anzunehmen und Ja zu sagen. Aber Jüngerschaft erfordert Treue. In unserem heutigen Abschnitt lesen wir, wie Gott ihnen die Anweisung gibt, jeden Morgen hinauszugehen und Manna einzusammeln. Und am sechsten Tag, in Vorbereitung auf den Sabbat, sagt er, sammelt die doppelte Menge. Freunde, hier geht es nicht darum, sich Gottes Liebe oder Gnade zu verdienen. Gott möchte, dass wir uns durch Treue auszeichnen. Was ist Treue? Treue bedeutet Gehorsam. Gehorsam bedeutet Vertrauen. Vertrauen ist Lobpreis Gottes. Beim Vertrauen geht es um die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Vertrauen bedeutet Unterordnung unter Gott und seinen Willen. Vertrauen bedeutet tägliche Abhängigkeit von Gott. Das ist keine einmalige Entscheidung, die du vor 5 Jahren in der Schule getroffen hast. Treue bedeutet an jedem einzelnen Tag zu essen und darauf zu vertrauen, dass Jesus das Brot des Lebens ist.
Und das ist der fünfte Punkt, den ich heute nennen will. Es ist der letzte Punkt. Alles deutet auf Jesus hin. Und deshalb soll unser Leben sich um Jesus drehen. Diese Geschichte, wie so viele andere in der Schrift, deutet auf Jesus hin. Sie deutet auf Jesus hin, unseren Retter. Hört, was Jesus in Johannes 6, Verse 32 und 33 sagt. Jesus sagte: Ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, dass wir körperliche Ernährung brauchen. Wir brauchen Brot, wir brauchen Nahrung, aber wir brauchen noch etwas viel Wichtigeres, und zwar Gottes Wort. Wir brauchen Jesus. In Johannes 6, Vers 35 heißt es: Jesus erwiderte, hört gut zu, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Unser ganzes Leben lang sind wir auf dieser Reise durch die Wüste. Und auf dieser Wüstenreise sind wir ständig auf der Suche nach Befriedigung. Und Gott sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Es gibt nichts Wichtigeres. Freunde, ich komme zum Schluss. Vor vielen Jahren las ich in einer Zeitschrift. Erinnert ihr euch noch daran? Seiten, die man durchblättern konnte? Ich las National Geographic. Das ist eine meiner Lieblingszeitschriften. Ich liebe alles, was mit Wissenschaft und Natur zu tun hat. Und in dieser Zeitschrift las ich einen Artikel mit dem Titel »Die Kunst, Affen in Ostafrika zu fangen«. Es war eine lange Geschichte, manches davon schwer zu lesen. Sie gehen also zu Forschungszwecken nach Afrika und fangen Affen ein. Und was diese Jäger tun, ist faszinierend. Wenn sie an diesen Ort in Ostafrika, am Kongo gehen, wo viele Affen leben, dann sammeln sie unterwegs hunderte Kokosnüsse. Sie sammeln heruntergefallene Kokosnüsse auf und bohren ein ganz kleines Loch in die Mitte der Kokosnuss. Nicht ganz durch, nur etwa zwei Drittel. Und dann höhlen sie sie aus. Danach füllen sie sie mit fermentiertem Reis. Sie nehmen ein Seil und binden es um die Kokosnuss und hängen sie damit an einen Baum. Und ganz bald hängen Hunderte mit süßem Reis gefüllte Kokosnüsse in der Luft. Und dann entfernen sie sich. Da steht nun das Filmteam. Der Film läuft. Und aus heiterem Himmel kommen die Affen aus den Bäumen. Sie schauen sich um, ob es sicher ist. Denn das sind schlaue Tiere. Sie werden von dem süßen Reis angelockt. Und sie kommen immer näher, sehen sich noch einmal um, ob alles sicher ist, und kommen näher. Ich bin ganz von der Geschichte gepackt. Sie kommen immer näher, und dann, das ist absolut verrückt, dann quetschen sie ihre Hand durch das Loch. Dann greifen sie so viel süßen Reis wie möglich. Dabei wird ihre Hand aber dann dicker. Und wenn sie versuchen, ihre Hand wieder herauszuziehen, dann können sie das nicht. Und sie tun es auch nicht. Ich las diese Geschichte und sie hat mich total gepackt. Ich dachte, lass den Reis los! Aber diese Affen erachten den süßen Reis wertvoller als ihre Freiheit.
Freunde, was ist euer süßer Reis? Fordert dich der Heilige Geist heute liebevoll heraus? Überführt er dich, den süßen Reis loszulassen und stattdessen dem zu folgen, was Gott für dich vorbereitet hat? Wir wollen miteinander beten. Liebe Freunde, es ist mir eine Freude, hier zu predigen. Und ich will diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen. Wenn du hier sitzt und dich noch nie für Jesus entschieden hast, noch nie Ja zu Gottes Vergebung und Gottes Gnade gesagt hast und heute, genau jetzt, spürst, dass der Heilige Geist bei dir anklopft und du eine Entscheidung treffen willst, dann möchte ich dir die Gelegenheit dazu geben. Ich bin nicht hier, um dich zu beschämen. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann hebe einfach mit geschlossenen Augen die Hand, sodass wir für dich beten können. Wenn du dich angesprochen fühlst, egal ob online oder auf einem anderen Campus, wenn du dich angesprochen fühlst und deine Entscheidung treffen willst, ich sehe dich, Bruder. Lass einfach deine Hand oben, damit man dich sehen kann, nur ganz kurz. Gelobt sei Gott. Vater, wir danken dir so sehr für alle, die sich heute entscheiden, Ja zu dir zu sagen. Hier, online oder auf einem anderen Campus. Und Gott, für all jene, die dir nachfolgen, denen es schwerfällt, den süßen Reis loszulassen. Danke für deine wunderbare Gnade. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass wir bei dir Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Gott, hilf uns heute, den süßen Reis loszulassen und dir zu folgen. Und Gottes Volk sage: Amen. Gott segne euch.